Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, in der Vorlesungsreihe der Chemie sind wir beim 10. Video angekommen, wo wir uns mit der qualitativen Analytik befassen, genau genommen mit dem zweiten Teil davon. Und wir haben uns im ersten Teil mehr oder weniger mit den Trennvorgängen beschäftigt haben, also sowas wie Eindampfung, Verkochung, Schmelzung, Destillation. Gehen wir jetzt hier eher auf die analytischen Verfahren ein. Damit meine ich hauptsächlich Titration und ihre Unterform. Und für alle, die jetzt korrekterweise anmerken wollen, Moment, Titration, das passt doch eher zur quantitativen Analytik, gebe ich euch recht. Titrationen sind perfekt, wenn man quantitative analytische Bestimmungen machen will, sprich, wenn man nicht nur die Frage beantworten will, was ist in der Probelösung, sondern auch, wie viel davon ist dort. Aber de facto gilt, das Grundprinzip der Titration rührt erstmal aus der qualitativen Analytik, denn wir müssen erstmal bestimmen, was da drin ist, ehe wir dann weiter titrieren können, sage ich mal, um zu bestimmen, wie viel davon drin ist. Daher müssen wir die auch erstmal hier zugrunde legen. Ja, wir beginnen halt einfach damit mit der Erklärung des Begriffs der Titration und gehen dann auf die anderen Titrationsarten ein. Das sind dann unter Punkt 2 die Säure-Base-Titration, drittens die EDTA-Titration und viertens Fellows-Reaktion, die in der Regel auch in Form von Titration stattfinden. Gut, fangen wir einfach an. Titrationen sind eine wichtige Komponente bei allen möglichen Analysen, bei der qualitativen und auch bei der quantitativen, dort aber noch mehr. Das Prinzip ist relativ einfach. Man hat quasi eine Maßlösung, da etwas, was wir in eine Probelösung geben und hoffen, da eine Reaktion hervorzurufen. Und in der Praxis wird bei der qualitativen Analyse keine Titration durchgeführt, sondern einfach der Indikator in die Probelösung gegeben. Diese chemische Indikationsverfahren kann nur bei Flüssigkeitsgemischen durchgeführt werden, auch total klar. Und es soll hierbei untersucht werden, ob in der Probelösung ein gewisser Stoff vorliegt, was ja der allgemeine Sinn der qualitativen Analytik ist. Es wird ein entsprechender Indikator gewählt, welcher bei Vorhandensein des Stoffes eine wahrnehmbare Reaktion auslöst, die wir auch mit bloßem Auge sehen können. Zum Beispiel, wenn halt ein Feststoff entsteht, der zu Boden sinkt, oder wenn eine farbliche Veränderung stattfindet, die durch den Indikator hervorgerufen wird, da dieser mit dem zu untersuchenden Stoff reagiert. Wenn eine erwartete Reaktion dann auftritt, dann haben wir logischerweise den Nachweis erbracht, dass in der Probelösung der zu untersuchende Stoff irgendwie enthalten sein musste. Andernfalls haben wir das widerlegt. Und der Witz ist halt, ohne den Indikator könnten wir es einfach nicht sehen optisch. Mit Indikator geht es, weil aus dem homogen gelösten Stoff auf einmal eine Stoffverbindung wird, die halt nicht mehr gut löslich ist. Bekanntestes Praxisbeispiel ist wahrscheinlich der Schwangerschaftstest. Im Urin bei der Schwangerschaft ist HCG-Antigen enthalten. Das bindet sich dann in den Indikator HCG-Antikörper des Tests und dadurch wird er rosa. Und der zweite Streifen, der kann dann natürlich auch rosa werden, weil das erste bloß der Probestreifen ist. Damit kommen wir schon zur ersten, nehmen wir es mal Unterart der Titration, der sogenannten Säure-Base-Titration. Und wie der Name es schon sagt, die werden halt dann verwendet, wenn der pH-Wert einer Lösung bestimmt werden soll, beziehungsweise ein bestimmter pH-Wert bei einer Lösung eingestellt werden muss. Das Prinzip beruht einfach darauf, dass ein Indikator zugegeben wird, welcher seine Farbe ab einem bestimmten pH-Wert, also der Hydronium-Ion-Konzentration bzw. der Hydroxid-Ion-Konzentration, ändert. Die Färbung resultiert daraus, dass der Indikator ab einem gewissen pH-Wert zu einem anderen Stoff oder einer anderen Konformation, also einer anderen Zusammenstellung der Bindungsarten, reagiert, was dann eine andere Farbe verursacht. Die Reaktion beruht in der Regel darauf, dass Wasserstoff- oder Hydroxidionen an den Indikator binden und meist Bindungen auflösen. Also einfach gesagt, irgendeine Hydroxidgruppe plus Wasserstoffion reagiert zu Wasser und ja, den Rest oder irgendeine Verbindung mit Wasserstoff und Hydroxidion reagiert zu Wasser und irgendeinen negativ geladenen Rest. Das ist es quasi das Grundprinzip. Der bekannteste Säure-Base-Indikator ist garantiert Unitest, hat bestimmt jeder schon mal gehört. Den gibt es als Teststreifen, aber auch als Flüssigkeit. Beides hat Vor- und Nachteile. Teststreifen zum Beispiel,
Der Vorteil ist, wenn man das in eine Probelösung gibt, dann hat man halt den pH-Wert, den man dann an der Farbskala ablesen kann, ohne dass man jetzt irgendwelche Stoffe in der Lösung drin hat. Das heißt, man verfälscht ihn nicht. Gibt man den Indikator selbst rein, das ist ein Mischindikator, der aus Haufen Stoffen besteht, dann haben wir natürlich auch die ganzen Haufen Stoffe in unserer Probelösung und können mit der eventuell nicht weiterarbeiten. Deshalb, bevor man den Indikator zugibt bei einer Probe, sollte man quasi aus der Probe selbst erstmal noch eine Probe entnehmen und wenn man Unitestlösung hinzugibt, dann dort hineingeben. Oder aber, es ist vollkommen egal, wir wollen nur den pH-Wert einstellen, dann klappt der Teststreifen nicht. Das heißt, oder ihr nehmt immer wieder Teststreifen. Dann hilft schon die Lösung, indem wir dann halt einfach Lauge oder Säure mittels Titration dazugeben, bis dann unser Unitest die entsprechende Farbe in der Lösung angenommen hat. Großer Vorteil von Unitest ist halt damit, wir können jeden pH-Bereich quasi abdecken von 0 bis 14. Ja, 0 nicht so ganz, aber 1 bis 14 geht. Und können damit schon mal eine grobe Einstellung machen. Und das ist auch gleich der nächste Nachteil. Es ist wirklich nur eine grobe Einstellung. Dadurch, dass das ein Mischindikator ist, der aus vielen besteht und es zwar eine Farbskala gibt, wo man es ablesen kann, einen genauen pH-Wert einzustellen, ist fast nicht möglich mit Unitest. Da brauchen wir dann spezielle Indikatoren. So, das mit dem Testpapier habe ich schon gesagt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Angefeuchtetes Testpapier kann auch benutzt werden, um den pH-Wert von Gasen, die sich daran binden, zu bestimmen. Zum Beispiel rauchende Salzsäure, die heißt so, weil sie halt aus dem Flüssigen quasi als Chlorwasserstoffgas in die Luft diffundiert. Und ja, hat man dann einen feuchten Uniteststreifen und geht über das Becherglas drüber, dann wird man sehen, dass der sich rot färbt, wie das für Unitest bei Säuren so ist. Ammoniak ist auch flüchtig. Macht man denselben Test, feuchtes Papier über ein Ammoniakbehältnis, wird es blau werden, was typisch für basisch ist. Unitest eignet sich daher nicht zur quantitativen Analyse, denn die Umschlagspunkte sind zu ungenau, habe ich schon erwähnt. Aber man kann halt erstmal qualitativ ein bisschen bestimmen. Wir fangen auch jetzt bei unserer Übersicht hier zu den verschiedenen Indikatoren. Das sind nicht alle, aber ich hoffe, das müssten die wichtigsten sein. Mit Unitest an. Man sieht Name, Formel nach pH-Wert und dann richtig Farbskala. Bei Unitest knicke ich mir mal die Formel. Man nimmt je nach Unitest verschiedenste, wie gesagt, Mischindikator. Da sind viele andere enthalten, die finden wir in den folgenden. Und ihr werdet sehen, wenn man die zusammengeben würde, kämen wir ungefähr auf die Farbskala recht. Wir sehen, Unitest wird von Rot zu Gelb über Grün zu Blau und zwar von sauer, pH 0, bis basisch, alkalisch, pH 14. Ein anderer bekannter ist Timolphthalein. Hier sehen wir auch quasi die verschiedenen Konformationen dargestellt, je nachdem, ja, welches Milieu vorherrscht. Die erste Konformation ist bei einem pH-Wert kleiner 9,3, aber größer 13,5. Das heißt, wenn der hier farblos ist, können wir nicht mal 100% sicher sein, ob wir jetzt eine super starke alkalische Lösung haben oder halt ja sauer bis leicht alkalisch, mittelalkalisch wäre er dunkelblau von 10,5 bis 13,5 und von daher nicht unbedingt ein eindeutiger, was das angeht, aber man kann es trotzdem verwenden. Dann haben wir Alizaringelb. Hier sehen wir auch wieder die beiden Verbindungen. Kleiner pH 10 ist es hellgelb. Und größer 12 wird es dann orange-rot. In den Bereichen, die dazwischen nicht definiert sind bei allen, sind das so Übergangsformen. Weil, ja, sagen Sie es so, in diesen Bereichen liegen halt immer die beiden Konformationen vor und mischen natürlich dann ihre entsprechende Farbe. Kann man sich wie bei einem Farbkasten vorstellen. Dann haben wir Phenolphthalein. Dürfte auch sehr bekannt sein, dieser schöne pinke Umschlag und vor allem ansonsten farblos, was dazu führt, dass man damit gut weiter experimentieren kann. Und farblos ist Phenolphthalein bei kleiner 8,2 und größer 12. Und dazwischen mehr oder weniger ist es rosa mit einem recht klaren Umschlagspunkt. Daher auch sehr beliebt. Indigocamin, der Name kommt schon oder verweist schon auf das Blau. Der ist nämlich bei kleiner 11,4 blau, also ab mittelalkalisch, kleiner mittelalkalisch, wenn wir so wollen, ist blau. Und dann bei stark alkalisch ab 13 wird er richtig gelb. In Übergangsform ist er natürlich so ein bisschen grünlich.
Lackmus dürfte auch sehr bekannt sein. Auch ein sehr schöner Umschlag von Rot zu Blau. Allerdings eine hohe Spanne. Also im neutralen Bereich 4,5 bis 8,3 kommen alle möglichen Mischungen vor. Allerdings bei kleiner 4,5 ist Rot, bei größer 8,3 Blau. Und ab dann ist es eigentlich auch sehr schön und man kann hiermit relativ klar den Umschlag bestimmen. Also den Umschlag nicht kannst, das ist nicht korrekt, aber bestimmte Lösung sauer oder basisch ist. Dann haben wir Bromcresolgrün, eher unbekannt, aber gar nicht mal so schlecht. Denn bei einem pH-Wert kleiner 3,8, also schon mittelsauer, ist er gelb. Und ab 5,4, also leicht sauer, nahe neutral, wird er blau. Dann haben wir Methylrot, der kleiner 4,4 rot und größer 6,2 gelb ist. Man, als kleiner Hinweis vielleicht bei Säure-Basen-Titration, quasi titriert man nur, bis man sieht, dass da die Farbänderung stattfindet. Ab da weiß man quasi schon, ah, jetzt haben wir den pH-Wert erreicht. Denn ihr seht, wenn wir ab 4,4 kommen, dann wird das sich langsam färben, man wird erstmal ein Farbgemisch geben. Das heißt, wir können dann bis zu 6,2 hinzugeben und erst dann hätten wir einen kompletten Umschlag. Das heißt, sobald schon ein Farbumschlag am Anfang stattfindet, wissen wir, aha, wir haben die 4,4 erreicht. Voraussetzt natürlich, wir haben eine saure Lösung, zu der wir irgendwas Alkalisches geben. Kleiner Hinweis für die Sicherheit auch noch: Säure-Base-Reaktionen können sehr stark verlaufen. Immer sehr vorsichtig und wenn möglichst nicht mit konzentrierten Sachen neutralisieren, ist ja eigentlich Neutralisation, wenn wir uns was Saures, was Basisches geben oder umgekehrt, kann teilweise extrem starke und heiße Reaktionen hervorrufen. Bitte Vorsicht. Dann haben wir Bromthymolblau. Ja, der ist der perfekte Indikator für pH-Wert 7 neutral, denn genau da ist er grün, bei 7,6 wird er blau und kleiner 5,8 ist er gelb. Buttergelb, ja, hat seinen Umschlagspunkt im sauren Bereich, denn kleiner 2,6, also schon relativ stark sauer, ist es rot. Und ab 4, schon so mittelsauer, wird er dann gelb. Methylorange ist ähnlich, bei pH kleiner 3,1 ist er rot und bei größer 4,4 wird er hellorange. Thymolblau hat 3 Punkte, bei kleiner 1,2 ist er rot. Bei pH 2,8 bis 8 gelb, also ein sehr breiter Spielraum. Und ab größer 9,6 ist er blau. Das heißt, wenn wir Thymolblau eine Lösung geben, ist es rot, dann wissen wir, das ist eine richtig starke Säure. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Teilgebiet, den EDTA-Titrationen. Und wenn man das hört, stellt man sich erst die Frage, was ist denn EDTA? Ja, bei komplexen, großen Verbindungen arbeiten Chemiker gern mit Abkürzungen. Und das ist die Abkürzung für Ethylendiamin Tetraacetat. Wir kommen später zur Nomenklatur, aber hier sagt die Nomenklatur wie immer eigentlich schon genau aus, was es ist. Diamin, also zwei Amingruppen, Tetraacetat, an denen jeweils vier Acetatgruppen hängen. Und Ethylen, das gibt die Hauptlänge an von den zwei Kohlenstoffverbindungen. Schauen wir uns mal rechts das Beispiel an und fangen an. Ethylen. Man sieht hier zwischen den zwei Stickstoffverbindungen sind quasi, ja, ich sage das jetzt mal, drei Brücken. Und immer wenn so eine Ecke ohne Beschriftung ist in der organischen Chemie, heißt das, da stehen C-Atome. Das heißt, wir haben zwischen den zwei N zwei C-Atome, die mit Einfachbindung miteinander verbunden sind. Das ist der Hauptname Ethylen, quasi Ethen, wenn nichts anderes dran wäre, aber Ylen ist dann die Endung. Das ist das Ethen oder das Ethylen. Dann hängt da zwei Stickstoffe jeweils, also an jeden hängt ein Stickstoff dran. Das heißt, wir haben zweimal Amin. Amin heißt Stickstoff in der Chemie dann. Das heißt also die für lateinisch 2 Stickstoff, Diamin. Da haben wir jetzt schon mal die Verbindung N. Und an jeden dieser Stickstoffe hängen jeweils zwei Säurereste. Und diese Säurereste, die heißen Acetat. Säurerest ist immer COOH. Und ja, das hier ist jetzt nicht nur ein einfacher Säurerest, sondern Ethensäurerest. Deswegen ist da noch ein C-Atom dran. Und ja, Tetraacetat, weil es insgesamt vier Stück sind. Damit kommen wir zu den Namen Ethylen, die zwei Kohlenstoffatome, Diamin, die zwei Stickstoffverbindungen, Tetraacetat, die vier, nehmen wir es mal, Säuren, die dranhängen an den Stickstoffen. So.
EDTA ist gut zur Bestimmung von mehrfach positiven Metallionen. Die hier habe ich mal als M einfach dargestellt. Da diese sich an den Hydroxylgruppen unter Abspaltung von den Wasserstoffionen und zugleich an den freien Elektronenpaar der Stickstoffverbindung sehr stabil binden können. Denn Stickstoff, wir schauen ins Periodensystem der Elemente, hat 5 Valenz- oder 5 Außenelektronen. Und das heißt, jeder hat hier noch ein freies Elektronenpaar. 3 sind gebunden, 2 hängen als Elektronenpaar rum. Und an dieses Elektronenpaar bindet sich jeweils das Metall, sowie an die 4 Säureresten, nachdem dort an den OH-Gruppen sich das Wasserstoff abgespalten hat. Das heißt, das Metall wird hier 6-fach quasi gebunden an EDTA, was eine sehr starke Bindung ist. Problem ist natürlich dabei, die Wasserstoffionen werden frei. Das bedeutet, die Propylation wird automatisch sauer und stört damit die Bildung von Metallkomplexen, denn diese werden durch Säuren oder durch Wasserstoffionen aufgelöst. Ja, wie lösen wir nun das Problem, dass wir hier quasi Wasserstoffionen auf einmal freisetzen und damit eigentlich die Reaktion verhindern? Die Lösung ist recht einfach. Wir nehmen einfach das Natriumsalz von EDTA. Bei der liegen keine OH-Gruppen an der Säure vor, sondern ONA-Gruppen. Und das heißt, bei der Dissoziation werden auch nicht die Protonen, also die Wasserstoffionen, frei, sondern stattdessen die Natriumionen. Dann haben wir zwar Natrium in der Lösung, aber das ist in der Regel meistens nicht störend. Natrium reagiert sehr, sehr gering. Sondern haben halt jetzt aber den Vorteil, dass es nicht saurer wird und deswegen unsere Reaktion gar nicht erst behindert. Da EDTA nur mehrfach positive Metallkationen bindet, stören die frei werdenden Natriumionen die Reaktion nicht. Das ist gut. Und das bezeichnen wir auch als Komplexometrie, da eine sehr komplexe, stabile Verbindung entsteht, in dessen Zentrum sich dann halt das Metallion befindet. Das wird manchmal auch als Chelatometrie bezeichnet, weil man argumentiert, ja Moment, hier entsteht ein Chelat oder auch ein Chelatkomplex. Und erstmal zum Begriff. Chelat kommt vom lateinischen bzw. vom griechischen Begriff Chele, was Schere bedeutet, und geht darauf zurück, dass man sagt, Moment, die ganze Verbindung umklammert hier dieses zentrale Ion, in unserem Fall das Metallion, wie eine Schere und lässt es nicht aus seinem Griff raus und hat sagt deswegen Chelatometrie oder Chelatkomplex. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ja Moment, ist das jetzt einfach ein Komplex oder ist das ein Chelat? Ich würde es eher so argumentieren, Komplexometrie ist für mich ein Überbegriff und die Chelatometrie ist für mich eine Spezialisierung von Komplexometrie, wo einfach quasi dieser, ich nenne es jetzt mal Zahngriff stattfindet. Das heißt, wir haben hier eine komplexometrische Reaktion und ganz speziell eine chelatometrische Reaktion, wo ein Chelatkomplex entsteht. Aber das ist nur für die Theorie wichtig. In der Praxis haben wir einfach das Metallion gebunden und können es nachweisen, was uns eigentlich interessiert. Das Prinzip beruht darauf, dass Indikatoren verwendet werden, welche mit spezifischen Metallionen Bindung eingehen, die eindeutige bestimmbare Farben aufweisen. Und bei Zugabe von EDTA werden dann die Metallionen an diesen gebunden und die Bindung an den Indikator geht verloren und die Farbe ändert sich. Für die qualitative Analytik ist EDTA nicht so wirklich wichtig, da die spezifischen Farbkomplexe ohne EDTA durch alleiniges Zugeben des Indikators schon zu erkennen sind. Den brauchen wir eigentlich nicht dafür. Wofür man aber braucht, ist in der quantitativen Analytik, da man das so schön verwenden kann, da immer im Reaktionsverhältnis 1:1 reagiert. Und damit kann man die genauen Konzentrationen der Metallionen dann bestimmen. Schauen wir uns jetzt mal an. Nehmen wir zum Beispiel den Indikator Eriochrom-Schwarz-T. Den können wir für Zink, Cadmium und Magnesium verwenden. Hier ist die Formel von dem. Und allein durch das Zugeben von Eriochrom-Schwarz-T färbt es sich pink, wenn denn eins dieser Ionen vorhanden ist. Und wenn wir EDTA dazugeben, kommt es zu einer Orangefärbung. Bei Murexid, das können wir für Zink verwenden, ist es ohne EDTA kräftiges ja, Pink-Violett und mit EDTA wird es dann so ein fahles Lila. Xylen-Orange können wir für Bismut und Blei verwenden, da haben wir auch wieder ein kräftiges Pink ohne EDTA und sobald wir EDTA dazugeben, wird es gelb. Ja, Murexid können wir auch für Kupfer verwenden. Da ist allerdings der Hauptumschlag von Orange ohne TDA zu mit EDTA Violett-Pink. Eisen können wir mit Sulfur Salicylsäure als EDTA-Komplex nachweisen. Alleinige die Zugabe von Sulfur Salicylsäure färbt die Lösung dunkelbraun
Und wenn wir dann mit EDTA titrieren, wird es gelb. Hier ist nebenbei ratsam, bis zum kompletten Farbumschlag zu titrieren. Murexit können wir auch für Kobalt verwenden. Ja, Murexit ist vielseitig, hat aber immer andere Farben. Macht erstmal eine Lösung gelb, wenn sie Kobalt enthält. Und geben wir ein EDTA dazu, wird sie violett. Damit kommen wir zum letzten Teil, ehe wir zu ausgiebigen Übungen kommen, und zwar den Fällungsreaktionen. Und die beschreiben Reaktionen, bei denen eine Reagenz, das sogenannte Fällungsmittel, in eine Lösung gegeben wird, die mit einem Stoff in der Lösung zu einem schwer löslichen Produkt reagiert. Hier mal schön dargestellt, wir haben einfach eine Lösung, eine homogene, dann geben wir unsere Fällungsmittel hinein und es bildet sich erstmal eine Suspension, klar, es wird ausgefällt, das heißt, es entsteht ein Niederschlag. Niederschlag, das heißt einfach der Feststoff, der dann in Anführungszeichen heterogen in der Lösung gelöst ist und erstmal als Feststoff quasi ein bisschen darin rumschwebt und eine Suspension bildet. Und da in der Regel die Dichte immer höher ist als die von der Lösung, tut sich dann in diese Suspension langsam der Feststoff herniedersinken ins Reagenzglas, Becherglas oder was auch immer und bildet dann so den Niederschlag, quasi den Feststoff, den wir ausgefällt haben. Genau, das haben wir gerade erklärt. Der Vorgang wird Ausfällen genannt, kann man auch nochmal sagen. So, da sie eine höhere Dichte haben, sinken sie zu Boden, haben wir auch schon geklärt. Und es gilt als Reaktionsformel, Stoff in der Lösung plus das entsprechende Fällungsmittel reagiert zu einem Niederschlag, Lösung und Stoff. Also als Edukt haben wir, wenn wir so wollen, unseren Indikator, unser Fällungsmittel, das ist hier identisch, und natürlich unsere homogene Lösung. Und als Produkt haben wir dann den eindeutig bestimmten festen Niederschlag und den Rest unserer homogenen Lösung. So, um ein paar Begriffe zu klären, das tiefgestellte S in der Gleichung heißt Solid, bedeutet Feststoff. Und ein Pfeil nach unten zeigt an, dass dieser Stoff ausfällt, sprich zu Boden sinkt. Ein Pfeil nach oben wird anzeigen, dass ein Stoff ausgast, also die Reaktion als ein flüchtiges Gas verlässt. Hier haben wir auch mal ein Reagenzglas dargestellt, wo wir sehen, dass oben noch ein bisschen Suspension ist, die sich hier dann unten schon zum Großteil als Niederschlag abgesetzt hat. Es ist damit also möglich, einen spezifischen Stoff aus einem ansonsten homogenen Gemisch chemisch als Teil eines Feststoffes zu binden und ihn somit optisch nachweisbar zu machen und auch qualitativ und quantitativ nachweisbar zu machen, weil wir natürlich jetzt damit auch eine Menge bestimmen können. Wir haben hier also einen eindeutigen Nachweis geliefert. So, und jetzt schauen wir uns alle meines Erachtens wichtigen Fällungsreaktionen an. Wenn das so langweilig ist, der möge bitte dann zu den Aufgaben springen. Wir werden das davon brauchen. Merken kann man sich das ja alles sowieso nicht, das verlange ich auch gar nicht. Ein paar sollte man kennen. Silberchlorid zum Beispiel ist ein sehr beliebtes Fällungsreagenz. Aber ich wollte gerne mal wirklich eine ausführliche Darstellung von allen wichtigen Fällungsreaktionen haben, weil wir das auch in der quantitativen Analytik dann benötigen werden, weil wir damit viel rechnen. Schaut am besten erstmal, welchen Stoff möchte man überhaupt nachweisen. Entscheidet sich dann für ein passendes Fällungsmittel. Dann zeigt man die Reaktionsgleichung. In Blau habe ich hier dann immer dargestellt, was das ist, was dann ausfällt, worum es uns eigentlich geht. Der Rest, ja klar, entsteht, weil es halt eine chemische Reaktion ist und Edukte und Produkte müssen ausgeglichen sein. Und ja, die Fällung kann auch eine charakteristische Farbe haben. Wir werden sehen, man kann halt mit demselben Fällungsmittel verschiedene Sachen gleichzeitig fällen und dann kann uns höchstens manchmal die Farbe helfen. Ansonsten müssen wir erst irgendeine Trennung machen, falls dann mehrere Fällungen entstehen und wir so nicht eindeutig bestimmen können. Aber wir haben dann alle Tatverdächtigen zumindest ermittelt. Fangen wir mit Ammoniumionen an. Ja, die werden mit Kalium-Tetra-Iodomer-Cora-2 und der Natronlauge gefällt, die sogenannte Nesslers-Reagenz. Die Natronlauge brauchen wir hier einfach, weil es im basischen Milieu stattfinden muss. Und da, wie ich schon erwähnt habe, Natriumionen am wenigsten störend sind. Und ja, Reaktion ist die Ammoniumion plus 2 mal das Kalium-Tetra-Iodomer-Curat plus 3 mal Natronlauge plus ja, die angesäuerten Hydroxidionen, wenn wir so wollen, reagiert dann zu unseren wunderschönen HGNNI plus 4 mal
Kaliumjodid plus 3 mal Natriumjodid plus 4 mal H2O, wobei Kaliumjodid und Natriumjodid als Kalium-, Natrium- und Jodionen der Lösung vorliegen werden. Und das verursacht eine hellbraune Färbung, also eine hellbraune Fällung sogar. Silberionen, ihr seht, da kann man mehrere Sachen machen, um sie nachzuweisen. Salzsäure ist möglich. HCl plus Ag plus reagiert CH plus und AgCl, also Silberchlorid, ganz eine typische Sache, ist ein weißer Niederschlag. Wir können auch mit Kaliumcyanid-Lösungen arbeiten. Reaktion ist dieselbe, nur wir haben halt Kaliumcyanid plus Silber reagiert zu den Silbercyanid plus Kaliumionen, auch weiß. Kaliumthiocyanat-Lösung plus Silberion reagiert zum Silberthiocyanat plus Kalium, ist auch weiß. Kaliumchromat plus 2 Silberionen, muss man aufpassen wegen der Ladung, reagiert zum Silberchromat plus 2 mal Kaliumionen und hat eine rotbraune Fällung. Quecksilberion Hg2+, können wir mit Ammoniumthiocyanat und Cobalt-2-Nitrat nachweisen. Wenn wir das zu einer Lösung mit Hg2+ hinzugeben, entsteht der entsprechende Kobalt-Silber-Thiocyanat-Komplex. Den hätte ich jetzt hier blau färben müssen, habe ich leider vergessen, sehe ich gerade, Entschuldigung. Das ist also das COHGSCN4, Klammer zu, 4, Klammer zu. Und als Rest in der Lösung von Pleit Ammonium-Ion plus 2 mal Nitrat-Ion und ist eine blaue Fällung. Bei Ionen haben wir auch mehrere Varianten, die zu fällen. Können wir mit Natriumsulfid-Lösung machen. Und wenn die mit dem Blei-Ion reagiert, dann entsteht das Bleisulfid und zwei Natriumionen mit einer schwarzen Fällung. Wir können auch Kaliumjodid-Lösung nehmen. Da entsteht Bleijodid und zwei Kaliumionen, das ist eine gelbe Fällung. Oder Kaliumchromat-Lösung mit Blei-Ionen, das reagiert zum Bleichromat. Zwei Kaliumionen werden da frei und das ist eine gelbe Fällung. Gibt also verschiedene Möglichkeiten hier auch. Ihr seht, das Prinzip beruht meistens darauf, dass wir hier irgendeine Verbindung zugeben, die irgendwelche leicht löslichen Stoffe enthält. Also Kaliumchromat, Kalium spaltet sich im Wasser leicht zu Kaliumionen ab. Aber dann mit den bereits vorhandenen Ionen, hier in dem Fall Blei, reagiert, die dann eine Verbindung bilden, die halt schwer löslich ist. Das ist das ganze Prinzip eigentlich, die ganze Hexerei. Dass wir einen Stoff an einen anderen Stoff binden, der sich halt nicht gut lösen lässt und der dann als Feststoff ausfällt. Deswegen heißt es Fällungsreaktion. Das ist ganz einfach eigentlich. Kupferionen können wir mit Ammoniaklösung nachweisen. Da haben wir viermal Ammoniak plus die Kupferionen. Reagiert dann zum Kupfer-Ammonium-Komplex. Also ich nenne das mal komplex, so komplex ist es nicht. CuNH3 viermal 2 plus als Ion noch. Bildet einen blauen Niederschlag, eine blaue Fällung und vier Wasserstoffionen werden frei. Wir können auch Kaliumhexacyanoferrat 2 nehmen. Auch die reagieren dann mit zwei Kupferionen zu den entsprechenden Kupfer-Cyanoferrat-Komplex, wobei Kalium frei wird und eine rote Fällung entsteht. Antimonion SB3+ können wir mit Schwefelwasserstoffsäure nachweisen. Geben wir 3 Mol davon dazu, reagieren die mit zwei unserer Antimon-Ionen zu den entsprechenden Antimon-Sulfid plus Wasserstoff-Ionen, was dann eine orange Fällung verursacht. Bismut-Ionen weisen wir mit Zinn-2-Chlorid-Lösung nach. Wir haben dann 3 SnCl2 plus 2 Bi3+, reagiert zu 2 mal elementarem Bismut plus 3 Sn4+ plus 6 Cl- mit einer schwarzen Fällung. Wir können auch Kaliumjodid-Lösung nehmen. Da haben wir 3 mal Kaliumjodid plus unsere Bismut-Ion reagiert zu Bismut-Jodid plus 3 mal Kalium-Ion. Ebenfalls mit schwarzer Fällung. Zinn-Ion SN2+ lässt sich mit Anion-Molybdat und anschließendem Trocknen bestimmen. Witz ist hierbei, hier ist mal nicht die Verbindung, die Zinn enthält, der charakteristisch gefärbte Stoff, sondern eigentlich ja das andere Produkt, das Molybdenblau. Und ja, die Reaktionsform ist 2 mal Ammoniummolybdat, also 2 in Klammern NH4, Klammer zu 2, MOO4,
plus Sn2 plus plus 2H2O minus 2H2O reagiert zu 2MOO2OH plus SnO2 plus 2OH minus plus 4NH4 plus. Es bildet sich dann so ein blauer Ring. Beim Trocknen haben wir dann das Ammoniummolybdat. Nickel-Ion, da haben wir wieder ein paar Möglichkeiten. Die erste wäre mit Ammoniumsulfid. Das reagiert halt mit Nickel-Ion zum Nickelsulfid plus 2 gelöst Ammonium-Ion und hat eine grau-schwarze Fällung. Natriumhydroxid, da haben wir 2 NaOH plus Nickel-Ion reagiert zum Nitrium-Nickelhydroxid plus 2 Na+ mit einer Grünfällung. Wir können auch Dimethylcloxin, das sogenannte Chugarias-Reagenz, nehmen. Und da haben wir das Dimethylcloxin zweimal, also das 2C4H8N2O2 plus unsere Nickel-Ion zum entsprechenden Ni, Klammer auf, C4H7N2O2, Klammer zu, 2 plus H2 plus mit einer rot-pinken Fällung. Mangan-2-Ionen können wir mit Natriumhydroxidlösung und Wasserstoffperoxid ausfällen. Das ist eine braune Fällung. Und wir haben hier dann H2O2 plus 2NaOH plus Mn2 plus. Reagiert zu MnOOH zweimal plus H2O plus 2Na plus. Eisen-2-Ionen, also Fe2 plus, können wir mit Kaliumhexacyanoferrat 3 nachweisen. Haben wir 2 Mol davon, reagiert das mit 3 Mol Eisenion zum entsprechenden Eisenhexacyanoferratkomplex, also Fe3 in Klammern Fe, Klammer auf, Cn, Klammer zu 6, Klammer zu 2, plus 6 Kaliumionen mit einer blauen Fällung. Ähnliches mit Eisen-3-Ionen. Wir nehmen allerdings hier Kaliumhexacyanoferrat 2, brauchen davon 3 Mol, reagiert mit 4 unserer Eisenionen zum entsprechenden Hexacyanoferrat, also Eisen-2-Hexacyanoferrat-Komplex, plus 12 Kaliumionen ebenfalls mit einer blauen Fällung. Kaliumthiocyanat, KSCN, können wir auch zum Fällen verwenden von Eisen-3-Ionen. Haben wir noch 5 Wasser dazu, bildet sich der große Komplex, der dann FeSCN H2O 5 mal, Klammer zu 2 plus, plus Kalium ist, mit einer roten Fällung. Aluminium-Ionen werden mit Natrium-Alizarin-Sulfonat und Natriumhydroxid nachgewiesen. Und man braucht viel Zeit dafür, also viel Zeit, man braucht Geduld dafür, es passiert nicht sofort was. Dauert eine Weile, ehe das wirklich reagiert. Die Formel ist 2C14H9SO7Na plus 3NaOH plus Al3 plus reagiert zu 2SO2 plus 4H2O plus 3Na plus plus Na2 in Klammern AlOH Klammer auf C14H6O4 Klammer zu 2 mal Klammer zu mit einer roten Fällung. Molybdenionen, also MO6+, die kann man zum Beispiel mit Natriumhydrogenphosphat oder Ammoniumchlorid fällen. Und ja, die Reaktionsform ist dann Na2HPO4, das Natriumhydrogenphosphat, plus 3 mal NH4Cl, das Ammoniumchlorid, plus unsere Molybdet-Ionen, MO6+, reagieren zum Ammoniummolybdetphosphat, also NH4 3 mal MOPO4, plus 2Na+, plus 3Cl- plus H+, und das verursacht eine gelbe Fällung. Ebenfalls eine gelbe Fällung bekommen wir raus, wenn wir Natriumhydrogenphosphat und Kaliumchlorid nehmen. Eigentlich ist die Reaktion mehr oder weniger identisch, nur das Ammonium ist halt durch Kalium ausgetauscht und damit kommen wir halt nicht zum Ammoniummolybdenphosphat, sondern zum Kaliummolybdenphosphat, der hier als gelber Niederschlag ausfällt. Kobaltionen, CO2+, können wir zum Beispiel mit Ammoniumsulfid nachweisen, was eine schwarze Fällung verursacht. Die Reaktionsformel ist hier Na42S plus CO2+, reagiert zu COS, das Kobaltsulfid plus 2 Ammoniumionen. Wenn wir Natriumhydroxid hinzugeben und dafür sorgen, dass die Temperaturen unter 15 Grad Celsius liegen, dann entsteht Kobalthydroxid-Ion und Natrium-Ion. Und die Kobalthydroxid-Ionen, die fallen als blauer Niederschlag aus. Bei Temperaturen über 15 Grad Celsius und Natriumhydroxid hingegen haben wir einen roten Niederschlag. Und hier wird halt
nicht Kobalthydroxid als Ion, sondern als Kobalthydroxid-Feststoff, quasi als Salz, wenn wir so wollen, gebildet. Das ist natürlich kein richtiges Salz, sondern halt ein Hydroxidkomplex. Und ja, das verursacht, wie gesagt, einen roten Niederschlag. Zinkionen zum Beispiel lassen sich mit Ammoniumsulfid fällen. Wir haben hier die Reaktion NH4-2S, das Ammoniumsulfid, plus Zn2+, reagiert zum Zinksulfid, Zns, was als weißer Niederschlag ausfällt, und als Produkte kommen dann noch zwei Ammoniumionen heraus. Wir können auch Natriumhydroxid nehmen, müssen allerdings aufpassen, bei zu viel Natriumhydroxid löst sich der Niederschlag wieder. Geben wir 4 Mol NaOH dazu, die dann mit 1 Mol Zinkion reagieren, dann entsteht das weiße Zinkhydroxid, das ausfällt, plus 4 Na plus, plus 2 OH minus. Haben wir allerdings einen Überschuss an Natriumhydroxid hinzugegeben, dann bildet sich hingegen wieder der ZnOH 4 minus, also das Zinkhydroxidion plus 4 Na plus. Und das Problem ist halt dann, dass hier sich der Niederschlag wieder auflöst, weil das wiederum gut lösbar in Wasser ist. Kaliumhexacyanoferrat 2, das ist als Nachweismittel auch geeignet. Formel hier ist 2 mal K4 FeZn6 plus 3Zn2 plus, reagiert zum weißen K2Zn3 in Klammern Fe in Klammern Cn6 Klammer zu 2 plus 6K plus, also der Kalium-Zink-Cyanoferrat-Komplex. Wir können auch Kaliumhexacyanoferrat 3 nehmen, ist ähnlich. Dann haben wir halt 2K3 FeZn6 plus 3Zn2 plus, reagiert zu den braunen Feststoff Zn3 FeZn6, also das Zink-Cyanoferrat, und 6 Kaliumionen werden dabei frei. Calciumionen können wir mit Schwefelsäure nachweisen. Reaktion ist relativ einfach, H2SO4 plus Ca2 plus. Reagieren zum CaSO4, den Calciumsulfat-Delta, als weißer Niederschlag ausfällt, plus 2 Wasserstoffionen. Strontiumionen Sr2 plus können wir mit Schwefelsäure nachweisen. Reaktion ist hier quasi identisch und die Fällung ist weiß. Das ist halt das Strontiumsulfat. Bariumionen, quasi genau dasselbe. Es entsteht hier das weiße Bariumsulfat. Magnesiumionen, Mg2+, die können wir mit Natriumphosphatlösung und Ammoniumchloridlösung nachweisen. Die Reaktion ist hier Na3PO4 plus NH4Cl plus Mg2+, reagiert zu MgNH4PO4, also der Magnesium-Ammonium-Phosphat-Verbindung, plus 3Na+, plus Cl- und das Magnesium-Ammonium-Phosphat fällt als weißer Niederschlag aus. Natriumionen Na+ sind relativ schwer. Man kann sie mit Kaliumhexahydroxoantimonat 5 nachweisen. Wichtig dabei ist allerdings, es dürfen hier keine anderen Metall- oder Ammoniumionen vorhanden sein, einfach weil die quasi die Reaktion stören. Es gibt, wie ihr schon jetzt gesehen habt, ganz viele Reaktionen, wo sich ja irgendwelche Ionen an irgendwelche der zugegebenen Stoffe binden. Und bei Stoffen, die in der Regel sehr gut löslich sind, wie Natrium, Kalium oder auch Ammoniumionen, die sind halt dann sehr, sehr schwer wieder, sag ich mal, qualitativ oder quantitativ auszufällen, weil vorher alles andere erstmal reagiert. Das heißt, man muss hier quasi die Lösung schon so weit isoliert haben, dass hauptsächlich nur noch diese Natriumionen vorhanden sind. Die Reaktionsformel ist hier KSBOH6 plus Na+, reagiert zu NaSBOH6 plus K+. Wir tauschen also quasi bloß das Natrium und das Kalium aus. Und der Natriumhexahydroxoantimonat, diese Verbindung ist dann weiß und ist ein weißer Niederschlag. Ja, Carbonationen, die müssen wir in zwei Schritten ausfällen. Der erste Schritt ist, wir geben Salzsäure hinzu. Und die führt dazu, dass sich 2 Mol Salzsäure mit dem Carbonation quasi reagieren. Es entsteht CO2, 2C- und H2O. Das CO2 ist natürlich ein Gas, es gast aus, sprich es verlässt als Gas das Gemisch. Und das dürfen wir nicht einfach so rausgehen, das müssen wir auffangen, denn wir müssen das CO2 in eine Calciumhydroxidlösung überführen. Dort reagiert es mit dem Calciumhydroxid
zum Calciumcarbonatkalk und H2O. Und ja, der ist schwer löslich und fällt als weißer Feststoff aus, womit wir das in zwei Schritten nachweisen können. Iodid-Ionen sind wie eigentlich so gut wie alle Halogenid-Ionen mit Silbernitratlösung nachzuweisen. Halogenid-Ionen, nochmal zur Erinnerung, das sind alle Ionen, die in der siebten Hauptgruppe stehen, alle Elemente. Und die Reaktion ist eigentlich immer relativ identisch. Das AgNO3, das NO3-, das tauscht dann halt den Platz mit den entsprechenden Halogenid. Deswegen haben wir AgNO3 plus I-, reagiert zu AgI, das Silberjodid, und NO3-, welches einen gelben Niederschlag hervorruft. Bromid-Ionen kann man genauso nachweisen, statt Jod nehmen wir einfach Brom. Und der Niederschlag, der gebildet wird, ist gelb-weiß. Man müsste die mal nebeneinander halten, damit man den Unterschied sieht. Chlorid-Ionen hingegen bilden mit Silbernitrat einen weißen Niederschlag. Dürfte auch die bekannteste aller Fällungsreaktionen sein. Sulfat-Ionen können wir mit Bariumchloridlösung ausfällen. Hier reagiert das BaCl2 mit SO42- zum BaSO4, dem Bariumsulfat, wobei zwei Chloridionen frei werden. Hier haben wir dann einen weißen Niederschlag zu erwarten. Phosphationen, PO43-, die können mit Magnesiumchloridlösung und Ammoniumchloridlösung nachgewiesen werden. Ja, hatten wir schon mal, ich wollte es nochmal zur Erinnerung reinnehmen. Reaktion ist MgCl2 plus Na4Cl plus PO43-. Bildet das Magnesium-Ammonium-Phosphat, MgNa4PO4 und 3Cl-, was eine weiße Fällung hervorruft. Arsenat-Ionen, ASO43-, ja, kommen ein bisschen seltener vor. Die können wir aber genauso nachweisen. Reaktion ist hier MgCl2 plus Na4Cl plus ASO43- plus 6H2O reagiert zu 3Cl- plus MgNH4RSO4 mal 6 mal Wasser. Das mal 6 mal Wasser heißt, das Wasser ist quasi, wie man so schön sagt, an den Kristall gebunden, hier das Magnesium-Ammonium-Arsenat. Und das ist ein weißer Niederschlag, der hier entsteht. Thiosulfat-Ionen, S2O3-2-. Die sind auch in zwei Schritten nachzuweisen. Der erste Schritt ist, wir geben Silbernitratlösung dazu. Dann haben wir folgende Reaktion. S2O3-2- plus AgNO3 reagiert zu Ag2S2O3 plus 2NO3-. Das ist ein weißer Niederschlag und der ist aber recht instabil, deswegen zerfällt er in Silbersulfid. Das heißt, wir haben dann das Ag2S2O3 plus H2O reagiert zu Ag2S plus H2SO4, was eine schwarze Fällung verursacht. Ein sehr schöner Nachweis, denn man sieht, es wird vom Weiß automatisch dann zum Schwarz. Permanganat-Ionen, MnO4-, müssen wir in zwei Schritten nachweisen, obwohl theoretisch reicht der erste Schritt, aber da der ein bisschen undeutlich ist, nimmt man noch den zweiten hinzu, um ganz sicher zu gehen. Der erste Schritt ist, dass wir Kaliumjodid-Lösung dazugeben. Dann haben wir 2 MnO4- plus 10 I- plus 16H+, reagiert zu 5 mal I2, plus 2Mn2+, plus 8H2O und unser Jod hier, I2, das verursacht eine gelbe Färbung. Das ist manchmal schwer zu erkennen, deswegen gibt man im zweiten Schritt Stärke zu. Damit die Reaktion I2 plus H2 plus C6H12O5, das ist dann die Stärke, reagiert zu C6H10O5I2, was eine blau-schwarze Färbung hervorruft und damit eindeutig ist, der sogenannte Jod-Stärke-Komplex. Ja, damit kommen wir zum Übungsteil. Wie ihr seht, ich habe hier 6 Folien mit wunderschönen Aufgaben vorbereitet und würde euch an dieser Stelle, wie immer, bitten, kurz Stift, Papier, was auch immer, irgendwas zum Schreiben und Arbeiten zur Hand zu nehmen und die Aufgaben zu lösen. Pausiert das Video natürlich an der Stelle. Ich springe natürlich schon zur Lösung und dann vergleichen wir, was wir beide raus haben und schauen mal, was übereinstimmt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg und hoffe, die Aufgaben sind auch für euch ein bisschen interessant. Bis gleich!
Okay, kommen wir zur Lösung. Ich brauche hierfür genau 9 Folien. Und die erste Aufgabe lautete, auf welchem Prinzip beruht Titration allgemein und welche Prinzipien liegen den Säure-, Base- und den Fällungstitrationen zugrunde? Also quasi 3 Fragen in eine gepackt. Deswegen machen wir auch 3 Einzelantworten. Erstens, das Grundprinzip einer jeden Titration besteht darin, mittels eines Indikators einen ansonsten homogen gelösten und damit nicht erkennbaren Stoff durch chemische Reaktion erkennbar zu machen bzw. nachzuweisen. Bei Säure-Basen-Titration wird die Eigenschaft von Säuren ausgenutzt, dass diese Protonen abgeben und bei Basen, dass diese Hydroxidionen abgeben, welche mittels Indikatoren reagieren und farbliche Umschläge verursachen, die das Vorhandensein dieser Ionen anzeigen. Bei Fällungstitration hingegen reagieren gut lösliche Ionen mit dem Indikator zu schwer löslichen Verbindungen, die ausfallen und so einen spezifischen Stoff nachweisen. Zweitens. Ordne folgende Fachbegriffe links die passende Beschreibung rechts zu. Ich denke, das war gar nicht so schwer bei der Auswahl. Ein Indikator ist natürlich ein Stoff, der eine Probelösung zugeführt wird und eine wahrnehmbare Reaktion wie Verfärbung auslöst. Bei einem Niederschlag, da handelt es sich um einen Feststoff, der nach Zugabe einer Reagenz ausfällt. Chelat ist eine komplexe Verbindung, in dessen Zentrum sich ein bestimmtes Atom befindet. Wir erinnern uns, das kam von diesem griechischen Chele für Schere wie umgreifen. Und eine Suspension ist natürlich ein Flüssigkeit-Feststoff-Gemisch. Drittens. Ergänze in folgender Tabelle zur Säure-Basen-Titration die fehlenden Angaben. Kleiner Tipp war hier, Unitest als Mischindikator ist nicht in der Lösung enthalten. Wäre viel zu kompliziert und viel zu uneindeutig für uns aktuell. Und ja, natürlich durfte man ja hier gerne die Tabelle verwenden. Das muss man nicht alles im Kopf haben. Wer es im Kopf hatte, auch nicht schlecht, kann nicht schaden. Das erste war, dass wir hier als Indikator Indigocamin haben und wir konnten eine gelbe Färbung feststellen. Und daher müssten wir daraus schließen, dass wir hier eine basische Lösung vorliegen hatten. Wissen wir, dass die Lösung neutral ist und eine grüne Färbung vorliegt, nachdem wir einen Indikator zugegeben haben, dann muss hier dieser Indikator Bromhymolblau gewesen sein. Wissen wir, dass eine Lösung Methylrot als Indikator hinzugegeben wurde und die sauer ist, dann müssen wir mit einer roten Färbung rechnen. Bei Thymolphthalein und einer basischen Lösung sollte die Färbung blau sein. Haben wir Buttergelb hinzugegeben und es färbt sich auf einmal rot, dann haben wir hier eine saure Lösung. Und finden wir irgendwie eine Lösung vor, die rosa gefarben ist und wir wissen, dass sie basisch ist und wir wissen, es kann nur ein Indikator zugegeben worden sein, dann muss es sich bei denen um Phenolphthalein handeln. Viertens. Ergänze in folgender Tabelle zur Fällungssituation die fehlenden Angaben. Ja, war quasi ähnlich wie drittens, nur für Fällungsreaktionen. Haben wir das Fällungsmittel Kaliumhexacyanoferrat 3 gewählt und es fällt tatsächlich ein braungelber Feststoff aus, dann haben wir die Ion Zink nachgewiesen. Wissen wir, dass Blei in der Lösung ist und es fällt eine schwarze Substanz aus, dann muss als Fällungsmittel Natriumsulfid verwendet worden sein. Bei einer roten Fällung und Eisen 3 Ionen, dann muss das Fällungsmittel Kaliumthiocyanat sein. Geben wir Silbernitrat in eine chlorithaltige Lösung ein, erwarten wir eine weiße Färbung. Und geben wir Natriumhydroxid in eine Lösung ein, in der wir Nickel erwarten, sollte es zu einem grünen Niederschlag kommen. Ja, als Fällungsmittel Schwefelwasserstoffsäure und eine orange Fällung, die wir beobachten können, dann haben wir Antimon Sb3+ nachgewiesen. Fünftens, besonders schwere Aufgabe war hier extrem kreatives Denken und quasi alles, was wir in der Vorlesung gelernt haben, kombinieren notwendig. Die Aufgabe war, welche Stoffe befanden sich in Lösung 1 und um welche Verbindung muss es sich bei Lösung 2 gehandelt haben? Begründe deine Aussagen. Den langen Text, den ich geschrieben habe, habe ich hier mal weggelassen, den hat jeder gelesen. Habe hier nur noch mal kurz für die einzelnen Schritte, die gemacht wurden, quasi, ich sage es jetzt mal, die zeichnerische Reaktionsdarstellung hingeschrieben. Wir haben halt Lösung 1 hinzugegeben in Becher Class A, dann Phenolphthalein. Es wurde pink-violett, dann kam Lösung 2 dazu und es wurde farblos. Wir können also sagen, nach Zugabe von Phenolphthalein kam es zu einer rosa Färbung, wo ein Überschuss an Hydroxidionen in Lösung 1 vorliegen muss. Nach Zugabe der farblosen Lösung 2 entfärbte sich der bis dato rosa Indikator Phenolphthalein zu farblos.
Bei Lösung 2 muss es sich also zwingend um eine Säure handeln. Im nächsten Schritt haben wir in Becherglas A Silbernitratlösung hinzugegeben und es hat sich ein weißer Niederschlag gebildet. Dieser verweist uns natürlich auf Chloridionen. Bei B entsteht hingegen kein Niederschlag. A und B, die sind ja quasi derselbe Stoff, der drin ist, also alles, was in Lösung 1 drin ist. Nur der Unterschied ist, Lösung 2 ist auch in A drin. Also müssen die Chloridionen aus Lösung 2 stammen. Da Lösung 2 folglich eine Säure mit Chlorion ist, handelt es sich um Salzsäure, die Chlorwasserstoffsäure. Ansonsten hätte es auch im B einen Niederschlag geben müssen, wären die Chloridionen schon in Lösung 1 gewesen. Das Überstandswasser, also das, was über unserer Fällung war, wurde in zwei Bechergläser C und D aufgeteilt und enthält neben Lösung 1 auch Phenolphthalein als auch Nitrationen. Wir haben ein paar Sachen dazugegeben. Die Chloridionen der Salzsäure und die Silberionen des Silberchlorids wurden bereits als Silberchlorid ausgefällt und sind nicht mehr enthalten. Nach Zugabe von Sulfosalicylsäure kam es zu einer braunen Färbung, die sich nach Zugabe von EDTA zu einer Gelbfärbung umwandelte. Das ist eindeutig der Eisen-EDTA-Komplex, wo wir Eisen 2 und 3 Ionen in der Lösung 1 nachgewiesen haben, da keine der anderen zugegebenen Reagenzien diese Ionen enthalten hat, aber sie ja irgendwo herkommen müssen. Damit haben wir schon einen der Bestandteile aus Lösung 1 identifiziert. Die Zugabe von Natriumhydroxid im Becherglas D hat die leicht saure Lösung. Phenolphthalein wurde ja nach Zugabe von Lösung 2 bei pH klein 8,2 wieder farblos, basisch werden lassen. Ein Überschuss an Hydroxidionen muss logisch vorliegen. Bei Kühlung auf 5 Grad Celsius, es war mir nur wichtig, dass es kleiner 15 Grad war, kam es zu einem blauen Niederschlag, der sich nach 30 Minuten bei Temperaturen um 20 Grad Celsius auflöst. Hätte auch plus 15 gereicht. Woraufhin ein roter Niederschlag entsteht. Ja, das ist ein eindeutiger Nachweis von Kobaltionen, die in keiner der zugegebenen Reagenzien enthalten waren, also müssen sie ja bereits in Lösung 1 vorhanden gewesen sein. Abschließend können wir also Folgendes sagen. Lösung 1 enthält Eisen 2, Eisen 3 und Kobaltionen. Zudem wurde mit Phenolphthalein die Lösung 1 als basisch identifiziert, das heißt, wir haben einen Überschuss an Hydroxidionen. Wir können jetzt leider nicht sagen, ja gut, dann ist Eisen 2, Eisen 3 und Kobalthydroxid gewesen. Das sind eher schwer lösliche Verbindungen. Wir können jetzt nicht genau sagen, wie Lösung 1 entstanden ist, aber die Ionen können wir auf jeden Fall garantiert nachweisen. Lösung 2 können wir hingegen eindeutig bestimmen. Es handelt sich hier um Salzsäure, das hat mir ja geklärt. Gut, damit sind wir auch am Ende der Vorlesung angekommen. Ich hoffe, es war für euch so interessant, wie es für mich war, die Sache zu erstellen. Ihr habt gesehen, es hat auch einen Grund gehabt, warum ich hier einen eindeutigen Cut machen musste zwischen der ersten und der zweiten Vorlesung, weil die zweite jetzt schon mit 46 Folien vielleicht schon ein bisschen too much war, sage ich. Aber ich wollte die Gebiete, wenn ich sie schon trennen musste, gerne so trennen, wie ich es gemacht habe, damit wir hier die ganzen Titrationen jetzt in einer Vorlesung haben. Hier zwischendrin Breaks machen, fand ich jetzt nicht so gut. Wir machen dann auch aufbauend damit weiter dann in den nächsten Vorlesungen, wo wir uns mit der quantitativen Analytik befassen. Da brauchen wir natürlich unser Wissen hier aus der qualitativen Analytik und wir müssen uns relativ gut auskennen mit den chemischen Rechnen, sage ich mal. Denn wir werden halt auch anhand der Fällungen und der Mengen etc. berechnen müssen, wie viel Stoff denn überhaupt vorlag. Aber das machen wir in den nächsten ein oder auch zwei Vorlesungen. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine schöne Zeit, würde mich über eine positive Rückmeldung freuen, Kritik falls notwendig, ertrage ich auch, muss ja auch mal sein. Und bin auch sehr froh über alles, was ihr mir schreibt. Versuche natürlich entsprechend meine Videos ein bisschen in der Richtung besser für euch zugänglicher zu machen. Und hoffe, dass ihr alle daran Spaß habt und auch ein bisschen was lernen könnt und dass euch was helfen wird. So, jetzt aber wirklich. Tschüss!